Hallo meine Kinder, ich bin Kato und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich Animal Crossing Villager ranken in einem Tierlistenmaker und ich schaue mir speziell heute die Katzen an. Ich werde aber auch andere Tierarten bewerten, also wenn ihr das sehen möchtet, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Außerdem streame ich dreimal pro Woche auf Twitch, Link unten in der Videobeschreibung, schau doch dort gerne mal vorbei. Okay, starten wir mit dem Video. Alright, da sind wir schon im Tiermaker. Ich werde euch mal den Link dazu unten in die Videobeschreibung packen. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr auch eure eigene Tierliste erstellen. Und ich gehe heute, wie gesagt, nur auf die Katzen ein und ich schaue mir nur das Design der Bewohner an. Das heißt, ich bewerte nicht die Persönlichkeit. Das kann ich auch gar nicht, weil die meisten davon hatte ich noch gar nicht auf meiner Insel. Okay. Dann starten wir mal, würde ich sagen. Und wir fangen ganz vorne an, bei Anka. Ich weiß, dass Anka von ganz vielen gemocht wird und von ganz vielen ein Dreamy ist. Aber ganz ehrlich, mir gefällt das Design von Anka nicht so sehr. Also ich kann verstehen, warum sie gemocht wird, aber mein persönlicher Favorit ist sie. Definitiv nicht. Nichtsdestotrotz ist es an sich ein cooles Design, aber definitiv nicht mein Favorit. Deswegen mache ich sie mal auf B. Oh je, ich habe mir wahrscheinlich jetzt schon einige Feinde gemacht. Aber jeder hat eben einen anderen Geschmack. So ist das nun mal. Okay, als nächstes Bob. Bob ist etwas schwierig. Ich finde das Design eher simpel. Dieses grimmige Grinsen, was er da hat und die Augen, ist schon ganz witzig. Aber das Design an sich ist auch ein bisschen... bisschen unkreativ. Was meint ihr? Ich glaube, ich platziere Bob auf Platz C. Felicity ist schon ein bisschen interessanter, da passiert ein bisschen mehr mit den Haaren, sie hat rosa Bäckchen, das ist schon ganz cute, definitiv auch nicht mein Favorit, aber puh, eieiei, das ist schwieriger, als ich mir das vorgestellt habe. Ich mache sie mal auf vorerst. Okay, als nächstes Kabuki. Manche von euch wissen vielleicht, ich bin ein riesengroßer Japan-Fan. Und dann könnte man jetzt meinen, Kabuki ist mein absoluter Favorit. Aber ich war mir nie so sicher, ob ich dieses Design von Kabuki mag oder nicht. Und ich weiß es immer noch nicht so genau. An sich ist es cool, sehr kreativ, aber gefällt es mir? Ich packe Kabuki erstmal auf Platz B. Okay, Cat. Cat gefällt mir nicht wirklich sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag die Augen nicht. Ich mag nicht, dass die so krass gelb sind. Ich meine, Kabuki hat auch gelbe Augen, aber hier ist das... I don't know. Da gefällt mir das nicht so. Vielleicht liegt es auch an der Augenform und an der Fellfarbe. Aber Cat... Platz C. Okay, Kit Cat. Kit Cat. I don't know. Auch absolut nicht mein Favorit. Platz D. Kiki. Kiki ist schwierig. Kiki erinnert mich alleine schon wegen dem Namen an Kikis kleiner Lieferservice. Aber das Design ist auch eher schlicht. Ich mag die pinken Ohren, das ist cool. Platz C. Kitty. Kitty, boah,
I don't know. Kitty, ich mag die Fellfarbe überhaupt nicht. Das sieht ein bisschen aus wie Erbrochenes. Die Augen mit dem pinken Lidschatten. Nee. Nee. Nee, I'm sorry. I'm sorry, Kitty-Fans da draußen. Kitty, nee, mag ich nicht. Lolly habe ich auf meiner Insel. Feline auf Deutsch. Und Lolly ist super cute. Die Fellfarbe ist mega. Ich mag das Design mit den Augen. Und die Farbgebung an sich ist sehr, sehr cute. Ja, Lolly ist für mich S-Tier. Mary habe ich schon öfters gesehen. Und ich war mir bei Mary auch immer sehr unsicher, ob die mir gefällt oder nicht. Aber ich mag sie immer mehr. Ich mag das Design, ich mag den Mund, ich mag die Augen, ich mag die kleinen Haare da oben. Das ist schon echt cute. Ich weiß es nicht, ob das S-Tier ist, aber ich pack sie definitiv mal zu A. Mitzi. Mitzi ist süß, aber auch nicht mein Favorit. Ich mach Mitzi mal Platz B. Auch eher ein schlichtes Design, was nichts Schlechtes sein muss. Mo geht gar nicht. Der Mund, die Augen. Tut mir leid. Und Monique. Monique ist schwierig. Ich meine, come on, sie sieht ein bisschen aus wie eine Prostituierte, sind wir mal ganz ehrlich. Und nee, nicht wie eine sehr gute. Oh mein Gott. Olivia finde ich da schon ein bisschen besser. Ich merke übrigens gerade, dass ganz viele Katzen gelbe Augen haben. Olivia auch schon wieder. Seltsam. Aber Olivia ist ganz cool, aber auch nichts Besonderes. Ich mach mal C. Punchy ist auch eher schlicht. Aber sieht an sich ganz witzig aus. Und auch so ein bisschen verschlafen, ein bisschen verpeilt. Ja, C-Tier. Pearl ist süß. Ich mag die Fellfarbe. Ich mag das Design mit den unterschiedlichen Farbklecksen hier und da. Und Pearl ist echt ganz süß. B-Tier. Raymond. Ich meine, was habt ihr anderes erwartet? Raymond, S-Tier, ganz klar. Rosie war meine allererste Katze auf meiner Insel, weil ich sie als Amiibo-Karte habe. Rosie ist ganz cool, aber auch nicht mein Favorit, was Katzen angeht. Definitiv nicht. B-Tier. Rudy. Rudy. Nicht mein Favorit. Schlichtes Design, die Augen auch wieder etwas seltsam. D-Tier. Stinky. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Die Maske, die Augen, der Mund, die Fellfarbe. Nee. Okay, Tabby. Tabby sieht mehr aus wie ein Schwein, finde ich, meiner Meinung nach. Wenn man da jetzt Schweinohren dran machen würde, wäre das eigentlich eher ein Schwein. Das Design an sich ist ganz witzig. Sie haben sich auf jeden Fall was dabei gedacht, aber... Nee, gefällt mir nicht. Der Mond ist auch... Nee. Tabby, die Tier. Tangy ist ganz cool. Ich mag das Design, dass sie eine Orange sein soll. Oder eine Zitrusfrucht. Die Haare da als Blatt, das ist schon süß. Und ich finde, dass das funktioniert auch sehr, sehr gut. Also mir gefällt das.
B-Tier. Und Tom zum Schluss. Auch wieder gelbe Augen. Crazy Mund. Aber an sich auch eher schlicht. Nicht mein Favorit. Okay, Moment. D-Tier. Ja, yep, D-Tier. Okay. Alright, Leute, das ist meine Tierlist zu den Katzen. Lilly. Lolly und Raymond ganz oben. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Felicity und Mary angeht. Ich finde die beiden auch echt cute. Eventuell würde ich Mary auch auf S packen. Aber wir lassen das erstmal so. Wir lassen das mal so, genau. Alright, das ist meine Tierliste zu den Katzen von Animal Crossing New Horizons. Seid ihr damit einverstanden? Würdet ihr etwas ändern? Habe ich eure Gefühle verletzt? Schreibt mir das alles in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt es gerne einen Daumen nach oben, es unterstützt meinen Kanal und abonniert auch gerne meinen Kanal und schaut mal auf Twitch vorbei, wo ich dreimal pro Woche live streame. Okay, wenn das Video gut bei euch ankommt, dann werde ich natürlich noch die anderen Bewohner bewerten. Aber jetzt bin ich erstmal weg. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bye, bye.